Neuer Bauspielplatz in Altona soll Kinder und Jugendliche begeistern. Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmeter Außengelände und einem Gebäude wird hier offene Kinder- und Jugendarbeit gelebt. Kinder haben den Baui mitentwickelt. Die Freifläche um den neuen Bauspielplatz Hexenberg ist noch in Arbeit. Der Rasen muss noch wachsen und vor dem Haus ist noch Baustelle. Doch das 120 Quadratmeter große Holzgebäude steht immerhin schon. Kinder und Jugendliche sollen sich auf dem sogenannten Baui austoben, spielen und miteinander interagieren. Für die Kids gibt es vier Räume die sind unterschiedlich gestaltet. Also es gibt hier so einen Raum, so einen Gemeinschaftsraum, wo man auch Tischkicker spielen kann, wo man gemeinsam kochen kann. Es gibt aber auch einen Raum, wo sie einfach auch abhängen können. Ist ja auch mal wichtig. 1,57 Millionen Euro hat die Stadt für diesen Bauspielplatz in die Hand genommen und ist außerdem mit einer öffentlich zugänglichen Toilette ausgestattet. Kids ab 6 Jahren sollen sich hier frei entfalten und das sogar unter pädagogischer Aufsicht. Die Spielregeln der Pädagoginnen kenne ich nicht. Ich nehme mal sehr stark an, dass sie sagen, Handys und Smartphones weg. Also hier geht es ja wirklich darum, sich frei zu bewegen, in der frischen Luft gemeinsam Dinge zu tun. Und wir wissen alle, welchen Sogfaktor Smartphones haben. Denn neueste Studien haben gezeigt, dass immer mehr Kinder und Jugendliche beispielsweise keinen Purzelbaum schlagen oder nicht rückwärts laufen können. Das soll hier geändert werden. Spätestens im Herbst dieses Jahres soll der Bauspielplatz im Walter-Möller-Park bespielbar sein.